Warte mal, das Cockpit, das hatte doch hier unten drunter einen großen Anschluss, bin ich der Meinung. Ja, das Standard-Cockpit hat unten drunter einen großen, ne? Okay, du büßt jetzt deine Bodenfreiheit ein? Ja, das ist nicht so schlimm. Also nicht mehr so... Ne? Ja, da soll ja eigentlich auch nur hier auf dem See weiterfahren. Auf jeden Fall aus. Und danach haben wir ja dann hoffentlich irgendwas Fliegendes. Mit Verteidigung. Ja, das wäre nicht verkehrt. Ja. Energie. Es wäre gut, wenn wir noch ein paar Solarpaneele dran bauen, ne? An was jetzt? An die ganzen Fahrzeuge, dass die sich nebenbei tagsüber noch ein bisschen mehr aufladen können. Mm, ja. Dass ja, das wir nicht so ich... ganz so ranzutschen. Ja, das wäre nicht verkehrt. Diesmal mal zurück. Energy critical. Ein Versagen der Lebenssysteme, stimmt doch gar nicht. Beim letzten Mal war der Energie scheißegal. Aber ganz am Anfang weiß ich das auch noch. Wenn du keine Energie mehr hattest, hast du dann Damage gekriegt. Genau. Hört aber auch langsam auf. Ziel, nee. Da war es immer noch nicht. I. Was haben wir denn? Eine Wasserstoffflasche. Nutzt beide. What? Nice. So, raus damit. Nochmal 100. Metallgitter. So, damit haben wir wieder alles aufgefüllt. Tue ich mal die restlichen Metallgitter. Ein bisschen was war hier, ne? Halt sitzt da auf, Räumteufel. Ich sehe es nicht mehr. Hier sind ein paar Kratzspuren. Im Eis. Egal. Dann kümmere ich mich um Buggy. Also dein Buggy ist fertig soweit, ne? Oh, das ist gut. Das ist nice. Das kann ich dir beim nächsten Mal mitnehmen. Ich komme so den Berg nicht hoch. Da hast du wenig Energie? Ja, dieses... Aber das lösen wir gleich, das ist kein Problem. Boah. Ja, mir fehlt eine Batterie, aber das waren halt jetzt so unterwegs im freien Feld halt keine Energiezellen zu finden. Ich glaube, das ist eigentlich das größere Problem. Ja, ich mag das allgemein mit den Batterien nicht, weil die dann auch mal irgendwann alle sind, ne? Dann habe ich lieber permanent Stromzufuhr mit irgendwas anderem. Oder halt Batterie dann nur über Nacht, die sich tagsüber dann aber auch wieder auflädt. Es leckt, es wird gestreamt. Kommt was Großes? Ich hoffe nicht. Ich hab Leck. Ah, da. THIE.205. Weiß. Atlas. Ja, ich seh's. Aber fliegt weg.
Warte, dann will ich mal gucken, wenn er noch so nah dran ist. Der Schütz hat ja ein relativ großes. Also große okay, ach, zum Zoom meinst du? Ja. Es kann halt nicht so hoch schießen, ne? Das ist der einzige Nachteil an dem Geschütz. Aber gut. Ach, kriegst nicht rein ins Ziel, dass du hochgucken könntest. Genau. Aber gut, das passt schon. Was soll's? So, mal die Batterien ransetzen und dann sollte das Problem eigentlich schon erledigt sein. So, heute hat er mal geflext. Ist das hier überhaupt? Fernsteuerungsblock. Aha. Das Ding hat aber auch viele Räder dran. Nein, nicht wegfliegen. Ich hab gesagt, nicht wegfliegen. Nein. Jetzt kommt hier gerade schon wieder diese bedrohliche Musik, ne? Bei mir zum Glück nicht. Na, ich sehe jetzt aber auch nichts. Also ich glaube, das Spiel ist nur etwas irritiert. Nee, du, wenn, ne? Dann komme ich vorher zu dir, das weißt du. Genau, zum Abstreifen. Hier, nimm! ja. Bin ich mutig und bleib hier draußen stehen? Ja, kurz. Ich bin gleich wieder dort. So, melde mich zurück. Ich habe was von der Küche gehört. Oh ja. Ja, ich bin gerade dabei, die ganzen Sachen nach unten zu schleppen. Und habe gerade gesehen, da hinten hatten wir, glaube ich, letztes Mal angefangen. Ach, da hatte ich schon die Küchenzeile hingestellt, genau. Die hat noch draußen erst stehen, ne? Drin hat man, glaube ich, noch gar keine. Ja, die steht halt drinnen und ich bin der Meinung, in dem Raum wollte ich die ganzen Felder und alles hinpacken, damit wir wieder Getreide und so anbauen können. Ja, das wäre gut. Ja, so ein paar Sachen, ne? Und zur Not wolltest du, glaube ich, auch noch alles duplizieren und in die kleine Höhle reinpacken. Ja, so eine Art Notfallsystem, ja. Oder wir bauen uns dafür noch eine andere Höhle, die ein bisschen weiter weg ist. Und die wir uns dann dort zurückziehen können. Na, das könnten wir auch machen. So als Zweitbasis. Ja, dass man noch so ein Backup hat. Wobei ich glaube, jetzt. Ich will nicht beschreien. Beschreiß nicht, ne? Genau. Ja, die kommen zu uns, die bringen uns Ressourcen. Bis es irgendwo mal zu viele sind. Ja, richtig. Zu viele Ressourcen. So, gib her damit. Naja, unser großer Frachtcontainer, was heißt groß, ist ja der kleine Frachtcontainer hier, ne, in der Basis, der ist schon zur Hälfte voll. Also 60 Tonnen haben wir schon drinne an Sachen. Nice. Müssen aber auch schwere Sachen dabei sein, ne? Ja, hier die ganzen großen Stahlrohre und alles halt, ne? Ja, und auch die 200, noch was. Träger, nicht Träger, hier die Kobaltteile, die Gitter. Von der schweren Panzerung. Ja. So, ich habe keine Energie. Achso, langsam fliegen, sonst gibt es wieder Ärger. Ja, genau, jetzt finde ich die restlichen. Naja, ich bin ja fast an der Basis, da können wir die auch noch mitnehmen. Yay. Leichte Panzerung. Leichte? Das, was ich gesucht habe, war doch schwere Panzerung. Ja. Ich finde immer wieder was Neues, was hier rumliegt. Ist egal, wird mitgenommen. Ja, auch nicht verkehrt, ne? Energy Critical.
Das hat zu funktionieren, jawohl. Uff, hier räumt es. 7% haben wir noch. Ich könnte ja mal. Nee, nicht umheben. Die Energie können wir uns aufheben. Im Auto. Es wird geflext. Sehr schön. Jo, was haben wir jetzt drin? 66. Da drüben noch nichts. Fetzt. Ah, ich kann leider nicht hinter mich gucken. Mist. Im Sitz. Hm. Könntest du dir jetzt so beim Arbeiten zugucken, weißt du? Nebenbei noch so ein bisschen schnipsen, dirigieren. Ja! Ja, ja. Ja, da drüben fehlt noch was. Hm, ja, ja. Da könntest du auch noch mal. Guck mal, da unten liegt noch was rum, ne? Mhm. Oh, das habe ich mit meiner Frau ein paar Mal gemacht. Ich dachte, die klatscht mir eine. Böse, und bei der dauert es eine Weile, bis du die zur Weißblut bringst. Das ist dann aber auch eine Kunst, ja? Also ja. Das kann nicht jeder dann. Aber das siehst du dann im Gesicht schon, es wird so Stück für Stück. Ich werde auch schon längst aus der Hose gehen, weißt du? Endlicherweise, ne? Jetzt suche ich wieder ein Buggy. Ich hätte mehr Marker machen sollen. Hm. Aber da klemmt er doch hier irgendwo. Hm. Hätte es doch so schön eingeparkt. Das ist nur Natur. Hey. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Aber der hat doch vorhin noch geleuchtet. Hm. Ne, jetzt bin ich schon wieder am Großen. Hm? Der Buggy, gute Frage. Der war ein bisschen weiter vorne halt links, ne? Gibt's hier noch was Schönes? Wenn ich hier mittendrin anfange mit Flexen, knallt mir da wieder alles auf den Schädel. Oh, hier sind noch. Ja, man könnte sich ja mal reinflexen, sich drinnen umgucken. Ja, hast du da bestimmt schon alles rausgeflext, was sinnvoll ist, wa? Ich habe einfach nur den Buggy hingestellt. Also, ich habe ein bisschen unterstützt, aber da war. Ich sag mal, die besten Sachen waren anscheinend kaputt gegangen. Sieht auch so aus. Die schönen Sachen alle rausgeschossen. Ein paar Triebwerke sind noch dran. Mhm. Ah. Fall doch nicht gleich runter. Das kann ich ja nicht leiden, wenn was abfällt. Mhm. Ich gehen kullert am besten noch. Ist auch gerade runtergefallen. Ich will auch nicht die ganze Zeit schweben. Warte mal. Dann stelle ich mich dorthin, wo die schönen Sachen sind. Und mache mich mal. Oh, da bist du aber verdammt schnell voll. Aber ich hätte meinen Buggy nehmen können. Ja. Dafür hast du ja extra fertig gemacht. So, voll. Ich komme zurück. Kann ich auch noch mal gucken, ob ich den anderen geparkten Buggy hier finde. Den kaputten. Nee. Hm. Aber da hätte doch das große Schiff auch schon längst aufgeräumt sein müssen.
Energie hat er auf jeden Fall auch noch gehabt. Also ich habe die Energie Sachen da nicht weggenommen da dran. Na, ich habe jetzt schon die ganze Zeit dran rumgeflext. Also ich habe schon etliches mitgebracht, aber nicht alles.